Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 529. Ich bin Tobi, ich lese euch heute Goethe vor aus der italienischen Reise. Davor gibt es ein bisschen Rainer Maria Rilke und davor erzähle ich euch was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. An dieser Stelle nochmal der Hinweis, den ich in der letzten Episode vor der Episode gebracht habe. Also keine Content Warning, also doch Content Warning Alkohol. Heute geht es hier um Alkohol. Aber das wisst ihr wahrscheinlich schon, wenn ihr den Episodentitel gesehen habt. Was ich sagen wollte ist, es gibt ein neues Spendenkonto an alle, die mir regelmäßig Geld überweisen, Spenden zuwerfen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ihr wisst alle, ich brauche das im Moment nicht. Es kann ja sein, dass ich das später mal brauche. Und deswegen bin ich ganz froh, dass ich jetzt schon so einen Grundstock an Leuten habe, die mir jetzt schon was spenden. Es geht über PayPal oder eben über per Direktüberweisung. Und ganz viele haben einen Dauerauftrag, also ganz viele. Es sind nicht irgendwie Tausende, aber viele Leute, die das wertschätzen, was ich hier tue, haben einen Dauerauftrag über 50 Cent oder 1 Euro, ein paar auch ein bisschen mehr pro Monat und unterstützen hier damit meine Arbeit. Müssen sie nicht, weil, also wie gesagt, finanziell bin ich gut genug ausgestattet. Es ist aber trotzdem so ein gutes Gefühl, dass es euch was wert ist, was ich hier mache. So, gibt es ein neues Konto, mik.fm/danke, da findet ihr alle Informationen. Ja, und that's that. So viel mehr Vorabinformationen gibt es hier gar nicht. Heute soll es um Bier gehen. Und da ist natürlich ganz wichtig, auch vorab zu sagen, Content Warning habe ich schon ausgesprochen, Bier ist in der Regel ein alkoholisches Getränk. Alkohol ist ein Nervengift. Es gibt keine gesunde Menge an Alkohol, die man zu sich nehmen kann. Es gibt sicherlich Mengen, die unbedenklich sind. Aber zu sagen, das ist jetzt aber gesünder als gar keinen Alkohol zu trinken, wenn man jeden Tag ein Bier trinkt oder so, halte ich für Quatsch. Also jede Menge Alkohol, die man zu sich nimmt, ist etwas, was am Ende schädlich sein kann. Und schädlich wird, sobald es irgendwie zu regelmäßig und zu viel wird. Deswegen passt auf euch auf, wenn ihr Alkohol zu euch nehmt. Das ist ein Nervengift, das ist ein Zellgift und kann erhebliche Schäden verursachen, kann Süchte, also eine Alkoholsucht, verursachen. Die kann körperlich sein, die kann natürlich psychisch sein. Und das will man alles nicht. So, deswegen, falls ihr euch dafür entscheidet, Alkohol zu trinken, macht das bitte mit Bedacht und vorsichtig. Falls euch dagegen entscheidet, Alkohol zu trinken, finde ich das übrigens richtig gut. Es gibt viel zu wenig Menschen, gerade hier in Deutschland, in meiner Bubble, die dazu stehen, dass sie sagen, nö, ich trinke keinen Alkohol. Und ich finde, Shoutout an alle, die das machen, ist nicht ganz einfach, weil das ja auch gesellschaftlich sehr, sehr anerkannt ist. Ne? Also wenn man mal guckt, in der CSU wird immer wieder drüber geschimpft, wenn Drogen legalisiert werden sollen, wie Cannabis. Und gleichzeitig werden die Bierhumpen gestemmt. Ich weiß, dass der Markus Söder auch keinen Alkohol trinkt, habe ich mal gehört. Und in dem Bierkrug ist immer nur Cola drin. Cola Light wahrscheinlich oder so. Mag sein. Trotzdem, also dieses Zelebrieren von Alkohol, während man andere Drogen verteufelt, halte ich für gefährlich. Denn dadurch, dass das so gesellschaftlich anerkannt ist, merken viele Menschen gar nicht, dass sie längst sich selbst schaden mit Alkohol. Und da werden dann Probleme viel zu spät erkannt. Ja, ich habe mich dafür entschieden, Alkohol zu trinken. Und es gab sicherlich Phasen in meinem Leben, wo ich dann auch mal zu viel getrunken habe. Ist immer gut, das zu merken und dann eben zurückzuschrauben und dann entweder gar nicht weiter zu trinken oder eben mit geringerer Menge weiter zu genießen. Denn für mich steht beim Alkohol doch eindeutig der geschmackliche Genuss und ja die Entspannung, die damit einhergeht mit dem Alkohol, im Vordergrund. So, das heißt für mich ein sensorischer und gesamtsystemischer Genuss, den ich da verspüre. Und deswegen lege ich auch immer Wert drauf, wenn ich schon Alkohol trinke, dann möchte ich halt nur den Alkohol trinken, der mir auch einen solchen Genuss bietet.
Also schlechtes Bier oder schlechter Wein oder irgendein Schnaps, der mir eigentlich gar nicht schmeckt, der kommt mir nicht ins Haus. Kommen wir zum eigentlichen Thema Bier. Also Bier ist ja ein Getränk, das hergestellt wird aus eigentlich nur drei Zutaten, nämlich eigentlich braucht man vier Zutaten. Also man braucht Wasser, man braucht irgendeine Art von Getreide. In der Regel ist das Gerste, aber eben bei Weizen wird zum Beispiel auch Weizen, was dann vermälzt wird. Und dann wird Hopfen verwendet. Früher hat man noch ganz viele andere Sachen außer Hopfen verwendet. Ich weiß gar nicht, ob es Biere gibt, in denen kein Hopfen verwendet wird. Es gibt natürlich schwach gehopfte Biere. Und dann braucht man noch eine Bierhefe am Ende. Wobei man natürlich auch mit wilder Hefe arbeiten kann. Da braucht man also nur die Hefe, die sowieso überall um uns herum in der Luft rumschwirrt. Das ist auch so eine komische Vorstellung, ne? Dass es überall wilde Hefen gibt. Ja, bin ich gleich gedanklich beim Thema Hefewasser. Ich mag ja so gerne abschweifen. Lasst mich einmal kurz abschweifen vom Thema Bier zum Thema Hefewasser. Wenn man draußen gewachsene Früchte, zum Beispiel Tomaten oder Chilis oder sowas nimmt und die dann in ein Gefäß tut mit Wasser drin und ein bisschen Zucker, dann sind auf der Oberfläche, also man darf das Gemüse oder Obst oder die Früchte vorher nicht abwaschen. Wenn man die also unabgewaschen dann direkt in Wasser einlegt und ein bisschen Zucker reintut und dann das Ganze luftdicht verschließt, dann wachsen genau diese Hefen. Also hat man die wilden Hefen, die auf den Früchten saßen, gefangen und füttert die und irgendwann fängt es an zu sprudeln und dann hat man Hefewasser. Mit diesem Hefewasser, also wenn man dann die Früchte und sowas alles raus filtert, dann hat man ein Hefewasser, das kann man dann nochmal wieder anfüttern mit Wasser und Zucker und dann wird die Hefe da drin immer stärker und aktiver. Und mit diesem Hefewasser kann man dann zum Beispiel backen. Wahrscheinlich kann man mit diesem Hefewasser auch ganz gut Biere brauen. Schön abgeschwiffen. Gehen wir mal vom Standardfall aus. Und ich habe von Holger, ganz liebe Grüße, Holger Grupp vom Dirty Minutes Left Podcast, mal zum Geburtstag ein Bierbrauset bekommen. Das war kurz vor der Pandemie, oder schon in der Pandemie. Genau, ja, noch in der Pandemie. 2020 hat er mir das, glaube ich, geschenkt. Und dann habe ich in dem ersten Pandemie-Frühling, oder war das 2019? Und dann im Pandemie, in den Frühjahrsferien, war das 2020 oder 2021, habe ich ein Bier gebraut. Gibt es auch eine Episode hier dazu, könnt ihr nachschlagen. So, und wenn wir mal dem mal nachgehen, was ist eigentlich ein Bier, kann ich von diesem Bierbrauerlebnis beschreiben. Also in diesem Set war an Zutaten war da ein Gerstenmalz drin und ein bisschen Hopfen und Hefe. So, und dann war da noch ein Gärgefäß drin und so ein Stopfen, mit dem man das Gärgefäß verschließen kann und so ein bisschen Reinigungsmittel für diese ganzen Sachen. So, wenn man jetzt also Bier brauen möchte, braucht man einen großen Topf, der war nicht dabei. 10 Liter Topf, eigentlich braucht man sogar zwei. Ist praktischer, wenn man zwei hat, weil man zwischendurch, und ein Sieb braucht man noch, genau. Weil man zwischendurch etwas absieben muss und dann die Flüssigkeit von dem einen Topf in den anderen Topf gießen muss. Also man nimmt Wasser, tut da das geschrotete Gerstenmalz rein. Was ist eigentlich Gerstenmalz? Also Gerste, kennt ihr, das ist ein Getreide, das sind so Getreidekörner. Und Malz macht man, stellt man her, indem man die Getreidekörner feucht macht, also mit Wasser anfeuchtet und dann quasi einfach liegen lässt, dann treiben die. Also das sind ja Kerne und die denken dann, ach, ich bin ja eine Pflanze, ich wachse jetzt mal. So, und sobald da ein Trieb rauskommt aus diesem Gerstenkorn, bricht man diesen Vorgang ab, indem man das erhitzt und damit dann austrocknet auch. So, und dann hat man Malz, weil was dann passiert ist, ist, dass die Stärke, die in diesem Korn drin ist, sich verwandelt hat in Zucker, meines Erachtens. Also irgendwie, Stärke ist ja, also sind ja diese langkettigen Zucker und die werden dann irgendwie kürzer, werden irgendwie verfügbar gemacht.
Irgendwie sowas passiert dann, genau. So, und dieses Malz wird dann geschrotet. Und dann, wenn man geschrotetes Gerstenmalz dann kocht, dann löst sich der Zucker da irgendwie raus. Genau, man schmeißt also dieses geschrotete Gerstenmalz in Wasser, kocht das. Und das nennt man dann das Maischen, das Einmaischen. Also das, den ersten Vorgang aus dem Korn ein Malz machen, nennt man Melzen. Und wenn man das geschrotete Malz dann kocht, dann ist es eine Maische. Das dauert dann eine Weile, bis dann der ganze Zucker aus dem Malz gelöst ist. Also da löst sich natürlich noch viel mehr als das Zucker, nämlich auch irgendwie Proteine und auch irgendwie alle möglichen anderen Sachen. Wenn man dann das einmal durchsiebt, dann bleibt im Sieb der Treber zurück. Da kann man ganz toll Brot mitbacken, habe ich dann ja auch gemacht. Sehr ballaststoffreich. Kann man auch an die Hühner verfüttern. So, und die Flüssigkeit, die überbleibt, heißt Würze. So, die Würze wird dann gekocht. Beim Kochen der Würze passieren auch nochmal lauter chemische und auch physikalische Geschichten. Ich glaube, da passieren auch noch was mit den Zuckern. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen auf dem Schlauch, ob die Stärke schon beim Melzen zu Zucker wird. Hätte ich mich besser vorbereiten müssen. Wie auch immer, am Ende brauchen wir irgendwie Zucker. So, und nach dem Würzekochen hat man Zucker. Während die Würze kocht, kann man Hopfen reintun. Zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Also dieser Würzekochen, das dauert irgendwie so anderthalb, zweieinhalb Stunden. Da kann man zu unterschiedlichen Zeitpunkten dann den Hopfen reintun. Der Hopfen, das ist ja auch eine Pflanze und in den Dolden der weiblichen Pflanzen, glaube ich, ist so dieses harzige Zeugs drin mit ganz viel Aromastoffen und noch anderen Sachen. Hopfen ist übrigens die Zutat im Bier, die auch beruhigt und müde macht. Ich glaube, es gab mal so ein Gerücht, dass im deutschen Reinheitsgebot drin steht, dass Hopfen drin sein muss, weil es eben müde macht. Und die Leute wollten, dass die Männer, die abends Bier saufen, wenn sie dann schon besoffen sind, sollen sie wenigstens auch müde sein, damit sie nicht so krawallig unterwegs sind. Klappt nicht immer, wenn man sich mal Fußballfans anguckt, dann sind sie auch nach dem Biertrinken noch krawallig. Genau, man kann natürlich auch sehr spät erst Hopfen reintun in die Würze. Das nennt man dann auch kalt gehopft, also wenn das dann schon abgekühlt ist. Ja, und wann man Hopfen reintut und auch welchen Hopfen, also es gibt ja so, und von all diesen Zutaten gibt es ja unterschiedliche Sachen, ne? Also Gerstenmalz ist ja nicht gleich Gerstenmalz. Es kommt ja darauf an, welche Gerste man genommen hat, wie stark sie gekeimt hat und wie man sie auch getrocknet hat. Also es gibt zum Beispiel so Röstmalze, die werden relativ heiß, dann wird der Keimvorgang gestoppt und dadurch entwickeln die dann so ein karamelliges Aroma schon. Und wenn man daraus ein Bier braut, schmeckt das natürlich anders, als wenn das ein Malz ist, was eben nicht diesen Karamellcharakter hat. So, und Hopfensorten gibt es noch und nöcher. Also da gibt es richtig viele. Von den IPAs, die heutzutage unterwegs sind, kennt man vielleicht Citra. Ich habe im Garten einen Comet-Hopfen wachsen. Ja, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene. In Hallertau, glaube ich, ist das Hallertau? Ich glaube, Hallertau ist das größte zusammenhängende Hopfenanbaugebiet der Welt, glaube ich. Ist das so? Irgendwo in Bayern, wahrscheinlich in Franken. Ich weiß es nicht. Ich war noch nie da, aber ich glaube, das größte zusammenhängende Hopfenanbaugebiet der Welt ist tatsächlich in Deutschland. Und die forschen auch ganz viel, suchen sich Hopfensorten aus aller Welt zusammen. Und ich wollte immer mal so eine Hopfenführung damit machen. Und es gibt ja so Schulungen, wo man lernen kann, wie die ganzen Hopfensorten unterschiedliche Aromen haben, aber eben sich auch unterschiedlich verhalten. Ja, genau, so Hopfen rein. Das wird natürlich auch nochmal irgendwann durchgefiltert. Ach so, ganz wichtig noch, der Treber muss natürlich auch ausgewaschen werden. Also ich habe das in meinem Besserbrauer-Bier-Paket so machen sollen, dass ich dann mehrfach die Flüssigkeit einfach durch den Treber durchjage. Man kann natürlich auch klare Flüssigkeit da durchjagen, aber dann hat man halt mehr Wasser quasi im Bier. Ja, und dann
hat man quasi eine Würze mit, oder wie heißt denn das dann? Weiß ich gerade nicht mehr. Dann muss natürlich noch die Hefe ans Werk kommen. Die Hefe ist dafür da, den Zucker dann in Alkohol und Kohlensäure umzuwachsen, umzuwandeln. Also die Hefe ernährt sich vom Zucker und als Abfallstoff kommt dann eben Alkohol und Kohlensäure raus. Ja, mit Bierhefe. Und das dauert dann irgendwie, also dieser Vorgang, wie heißt denn das dann, wenn die Hefe, gären heißt das, ist die Gärung, genau. dauert irgendwie, weiß nicht, 2 Wochen oder so. Ja, dann muss es in der Regel nochmal irgendwie gelagert werden, das Bier. Also mein Bier stand dann irgendwie eine ganze Zeit rum, bevor ich es dann trinken konnte. Also der Brauvorgang selbst ist nicht so aufwendig. Wenn man sich einen Nachmittag Zeit nimmt, hat man halt ein Bier gebraut. Dann steht es in diesem Gärgefäß rum für 14 Tage oder so und dann wird es auf eine Flasche gezogen und steht dann da noch ein bisschen rum und dann nach insgesamt 6 Wochen oder so kann man es dann trinken. Macht sehr viel Spaß, Bier selber zu brauen. Ich habe mir dann auch, nachdem ich das erste Mal Bier gebraut hatte, gleich ein neues Brauset gekauft. Nochmal, also die Zutaten gab es dann eben auch da auf dieser Webseite, konnte man sich so einen Nachfüllpack bestellen und ich dachte so, okay, Double IPA mache ich, trinke ich gerne, kann man mal machen. So, und dann habe ich mal letztens auf das Ablaufdatum geguckt und dann festgestellt, huch, hätte ich vielleicht schon mal machen sollen. Also dieses Nachfüllpaket, was ich dann hier hatte, war schon seit 2 Jahren abgelaufen. Deswegen nehme ich fast an, dass ich 2020 Bier gebraut habe und dann gleich so ein Nachfüllpack gekauft habe und das war dann halt nach einem Jahr irgendwann abgelaufen und jetzt ist halt 2023. Schade. Hätte ich vielleicht ja sogar nochmal brauen können, habe ich mich dagegen entschieden. Und jetzt habe ich hier übrigens einen Bierbrau-Zubehörkram, also Gärgefäß und sowas, wo man nur noch Malz, Hopfen und Hefe braucht. Dann kann man sich ein Bier brauen, habe ich jetzt hier stehen und das irgendwie über. Falls jemand von euch Lust hat, das auszuprobieren, schickt mir Porto und ich schicke euch dieses Zeug. Ja, genau. So, das ist Bier. Jetzt gibt es natürlich ganz viele verschiedene Sorten Bier und als Jugendlicher dachte ich immer, Jever ist ja wohl das beste Bier, das es gibt. Ich mag also dieses herbe Bier und habe dann halt immer Jever getrunken. Ich habe auch viel Astra getrunken in meinem Leben, bis ich dann festgestellt habe, das ist eigentlich kein gutes Bier. Es schmeckt eigentlich nicht wirklich, es war auch herb, aber es ist so, nee. Am Ende ist es halt doch, sind alle diese Fernsehbiere irgendwie langweilig und ich trinke sie eigentlich nicht mehr gerne. Fernsehbiere sind Biere, für die im Fernsehen Werbung gemacht wird. Die werden halt in riesigen Mengen produziert. Und ja, sowas wie Warsteiner mag ich halt gar nicht. Von Beck's bekomme ich übrigens tatsächlich Hautausschlag im Gesicht. Irgendwas an Beck's ist so, dass ich dagegen allergisch bin. Keine Ahnung, warum das nur bei Beck's passiert. Aber wenn ich Beck's trinke, dann kriege ich davon einen Ausschlag. Trinke ich also nicht mehr. So, irgendwann kam ja diese Craft-Beer-Geschichte irgendwie auch in Deutschland an. In Amerika ist das, glaube ich, schon ein bisschen länger der Fall. Und das ist etwas, was mir persönlich richtig viel Spaß bringt. Also kleinere Auflagen an Bier, kleinere Brauereien, die dann eben die Rezepte auch mal anders machen. Und dabei geht es nicht nur um, welches Malz nehme ich, welchen Hopfen nehme ich, sondern eben auch, bei welcher Temperatur koche ich denn meine Würze, wie lange mache ich denn das, zu welchen Zeitpunkten mache ich denn jenes. Ich glaube, allein die Bierhefe ist immer die gleiche. Da gibt es irgendwie einen so einen Stamm, der sich als der Beste herausgestellt hat. Und ich glaube, da wird nicht experimentiert, es sei denn, man geht eben in diese Wildhefen-Spontanvergärung-Geschichten. Kann man natürlich auch machen. Ja, und die Szene hat sich ja mittlerweile so entwickelt, dass es in Hamburg
eine ganze Reihe an kleineren Brauereien gibt. Und irgendwie bin ich da mit meiner Musik auch in diese Brauereigeschichten reingekommen und wir machen da halt ständig Konzerte in Craft Beer Schankräumen und so weiter. Hat angefangen mit dem Überquell. Sehr, sehr lustige Brauerei, total nette Leute, schön bunt und eben direkt bei meinem Büro nebenan, direkt am Hafen in den ehemaligen River-Kasematten. Und die brauen auch sehr, sehr tolle Biere. Also es macht echt Spaß. Bei denen gibt es ja Pizza und Bier ist das Konzept und das Bier ist ganz fantastisch und die Pizza noch besser. Also es gibt viele Leute, die gehen nur wegen der Pizza hin und nicht wegen des Biers. Dann sind wir gestoßen auf Bunthaus, von der Bunthäuser Spitze sozusagen. Machen auch ganz feine Sachen und die haben ihren Schankraum mitten in Wilhelmsburg und wir kommen ja quasi aus Wilhelmsburg. Also Christian, mein Mitmusiker, und auch Kadde, der ja bei uns dabei war. Das sind echte Wilhelmsburger, die sind da aufgewachsen und wohnen immer noch da. Und dann ist natürlich eine Wilhelmsburger Brauerei sehr lustig. Schöne Grüße an Jens und Jens. Und dann kam jetzt noch Wildwuchs dazu, eine weitere Wilhelmsburger Brauerei. Die erste reine Bio-Brauerei Hamburgs. Ja, da haben wir jetzt schon recht regelmäßig gespielt bei Wildwuchs. Die haben direkt in der Brauerei so einen kleinen Schankraum, den sie sehr gemütlich eingerichtet haben. Und das macht auch immer sehr viel Spaß. Ja, dann gibt es noch Kehrwieder. Die haben ihre Brauerei, glaube ich, in Sinsdorf und wohnen auch südlich von Hamburg. Es ist eigentlich keine Hamburger Brauerei, aber ist ja noch so quasi im direkten Umfeld. Kehrwieder ist mir das erste Mal begegnet mit dem alkoholfreien IPA, das die gemacht haben. Das war so, ich glaube, das erste alkoholfreie IPA, das ich gefunden hatte. Schmeckt ganz fantastisch, heißt UNN, also über normal Null. Und das ist ganz fantastisch. Also da kann ich nur empfehlen, wenn man alkoholfrei Bier trinken will, ist das auf jeden Fall ein Versuch wert. Die haben jetzt noch ein weiteres alkoholfreies Bier. Das ist, glaube ich, so ein Hazy IPA. Ja, auch sehr, sehr lecker. Genau. Dann gibt es natürlich noch die Landgang Brauerei. Da gefällt mir das Helle vor allem sehr gut. Oder? Ja, genau. Die haben ein Helles, was sehr fein ist. Und da war ich aber noch nie. Ich glaube, da kann man auch Musik machen. Hallo Landgang Brauerei, falls ihr zuhört, dann müssen wir mal uns verabreden, dass wir bei euch auch mal Musik machen können. Ja, und dann gibt es auch die größeren. Die Ratsherrenbrauerei ist auch schon recht alt, wurde aber irgendwann übernommen von Leuten, die dann jetzt auch da so ein Craft-Bier draus gemacht haben. Also auch eine große Palette an verschiedenen Bieren. Auch durch die Bank richtig toll geworden. Und wenn wir über Hamburger Brauereien sprechen, dann müssen wir natürlich auch, also Blockbräu gibt es noch. Die sind direkt an den Landungsbrücken. Brauen quasi in den Landungsbrücken, glaube ich sogar. Ja. So, nee, aber Hamburger Brauereien, Astra und Holsten sind natürlich auch noch zwei Hamburger Brauereien. Astra hat mittlerweile auch eine kleine Craft-Bier-Abteilung am Nobistor. Wird, glaube ich, sogar direkt gebaut. Also direkt auf der Reeperbahn. Und die waren ja auch beim, ich hatte ja letztens berichtet vom Senatsbock-Anstich, da war ja auch Astra dann mit dabei. Ja. So, und dann gibt es halt, wie gesagt, eine ganz, ganz breite Palette an unterschiedlichen Bieren. Und was die unterscheidet, ist natürlich dann sowas wie der Alkoholgehalt. Es gibt, das normale Bier hat ja so 5% Alkohol. Volumenprozent sind das dann immer. Es gibt welche, die sind alkoholfrei. Das meint immer im normalen Fall unter 0,5%. Also da, wo alkoholfrei draufsteht, ist noch ein bisschen Restalkohol drin manchmal. Das ist dann vergleichbar mit Fruchtsäften. Also ein Apfelsaft zum Beispiel hat auch durch natürliche, spontane Vergärung meistens irgendwie so ein Alkoholgehalt von in dem ähnlichen Rahmen bis 0,5%. Es gibt natürlich auch Biere, die haben 0,0%. So, das steht dann halt extra drauf. Also wo dann gar kein Alkohol drin ist. So, dann gibt es noch stärkere Biere. Bockbiere, Doppelbock
und alles mögliche. Eisbock, bei Eisbock wird irgendwie durch ein Vereisungsverfahren dem Bier noch Wasser entzogen, sodass der Alkoholgehalt noch höher wird. Da hatte ich mal, stimmt, es gibt ja noch die Störtebeker Brauerei in Mecklenburg-Vorpommern. Wo sind die denn noch genau? Die haben vor allem, haben die so ein Stralsund, genau. Die haben vor allem eine Kooperation mit der Hamburger Elbphilharmonie. Also wenn man in die Elbphilharmonie geht, dann gibt es da Störtebeker Bier. Und dann gibt es halt dort auch die Möglichkeit, sich irgendwie so eine große 1,5 Liter Flasche da abfüllen zu lassen, direkt aus dem Fass. Und da gibt es dann eben auch so Eisböcke und sowas, alles Spezialabfüllung, die man im Laden vielleicht nicht unbedingt bekommt. Ja, kurz vor Rügen wird Störtebeker Bier gebraut. Die haben so ein Atlantic Ale, was eigentlich auch ein IPA ist, glaube ich. Und das gibt's auch in alkoholfrei. Das trinke ich auch sehr gerne. Ja. Es gibt aber noch was zwischen dem normalen Pilz, Vollbier, 5% Bier und alkoholfreien. Und das ist in Schweden weit verbreitet. In Schweden darf ja alles, was irgendwie mehr als 3% hat, glaube ich, oder 3,5 oder so, darf nicht in Supermärkten verkauft werden, also nicht frei verkauft werden, sondern da gibt es dann das System Bolaget, ein Staatskonzern, der halt quasi den Alkoholverkauf regelt. Und deswegen gibt es in Supermärkten halt nur Lettöl, also Leichtbier, das hat dann irgendwie so 2,3% oder 2,5% und Volksöl, stimmt, das hat glaube ich 3,5% oder so, das kann man noch im Supermarkt kaufen, aber alles, was dann drüber ist, da muss man dann eben ins System Bolaget. Und wenn ich in Schweden bin, war ich lange nicht, aber war ja eine Zeit lang, waren wir relativ regelmäßig in Schweden, weil Freunde von uns dann ausgewandert sind, und dann habe ich immer Volksöl und Lettöl getrunken. Und das fand ich gut. Also ich fand das eigentlich total angenehm, dass da weniger Alkohol drin ist. Es gibt noch Crew Republic, eine Craft-Bier-Brauerei aus München. Ich glaube, eine der ältesten Craft-Bier-Brauereien in Deutschland. Die haben das grüne Bier von Crew. Wie heißt denn das noch? Das heißt, ich muss es mal eben nachgoogeln. Das trinke ich auch sehr gerne. Eben weil es leichter ist. So, ich guck mal eben. Drunken Sailor. Oh, ich habe gerade Jackpot, das neue Crew Hazy IPA ausprobiert. Schmeckt sehr gut. Hop Junkie, ein Session IPA. Genau, und das ist eigentlich mein Lieblingsbier im Moment. Das hat 3,4%, also ist quasi ein Volksöl. 3,4% Volumenprozent Alkohol. Und ist mit Comet, Galaxy und Chinook. Ah, guck mal, aus meinem Garten Comet Hopfen irgendwie, ja, schön herbfruchtig gemacht, und ja, das ist äußerst erfrischend, und wenn man davon eins trinkt, dann ist das halt, ja, macht halt nicht so betrunken. Also einen Pilz, wenn ich davon eins trinke, macht mich das natürlich auch nicht betrunken. Ich merke aber den Unterschied. Also wenn ich so ein leichtes Bier trinke, dann passiert eigentlich gar nichts, was Alkohol eine Beeinträchtigung vom Kopf angeht. Also es macht mich halt überhaupt nicht betrunken. Und ein Pilz, das, ja, also bin ich auch nicht betrunken, wenn ich eins trinke, aber ich merke es dann halt. Wenn man das nicht merkt, ist vielleicht schon mal irgendwas falsch. Sollte man sich Gedanken machen. Ja, genau. Und dieses Hop-Junkie, das trinke ich total gerne. Ich habe letztens überlegt, wo ich hier gerade bei dem Thema bin, gibt ja von anderen Podcasts, gibt es so zum Beispiel einen Kaffee von den Wild Mikes. Kann man sich bei denen, oder Hoaxilla, auf der Webseite kann man sich dann einen Kaffee bestellen, wo dann irgendwie die Wild Mikes drauf abgebildet sind. Das finde ich eigentlich ganz cool, so branded Geschichten. Habe ich auch überlegt, so einen Kaffee. Ich habe ja auch eine Episode über Kaffee, eine der erfolgreichsten Episoden, die ich jemals aufgenommen habe, geht über Kaffee, was natürlich beim Thema Einschlafen irgendwie lustig ist.
Man könnte natürlich einen entkoffeinierten Kaffee mit Einschlafen-Branding machen. Das finde ich aber doof, weil ich gar keinen entkoffeinierten Kaffee trinke. Was ich ja trinke, ist Bier. So, und sollte es eine Brauerei geben, vielleicht die Kevida Brauerei oder vielleicht eine Hamburger Brauerei wäre schon ganz gut, die ein Einschlafen-Bier entwickeln, wo dann vorne das Einschlafen-Schaf mit drauf ist. Was würde ich mir denn da genau wünschen? Ich glaube, ich würde mir durchaus kein alkoholfreies wünschen, sondern so ein Leichtbier. 3%, irgendwas zwischen 2,5 und 3,5, was irgendwie durchaus ein bisschen frisch gehopft ist, aber auch süßlich sein dürfte, also eher so Richtung Orange, bisschen karamellig vielleicht, ich weiß nicht, ja, das Hazy von Kevida, das ist schon ziemlich lecker. So, und so ein Einschlafenbier, wo man dann eins von trinkt am Abend. Also natürlich auch nicht jeden Abend, weil jeden Abend Alkohol trinken ist ja ungesund. Aber wenn man dann eins trinkt, bevor man zu Bett geht, da hat man den Hopfen, der einen müde macht, und den Alkohol, der einen so ein bisschen entspannt. Ich glaube, das wäre ziemlich cool. So. Das heißt natürlich nicht, dass man nicht auch ein stärkeres Bier trinken darf vorm Einschlafen. Aber wenn es ein Einschlafen-Podcast gebrandetes Getränk gäbe, dann wäre es wahrscheinlich kein Kaffee, sondern eher ein Bier. Ja. Und so ein leichtes. Ich finde, es gibt zu wenig Leichtbiere in Deutschland. Also, wie gesagt, dieses Hop-Junkie von Crew, das finde ich ziemlich gut. Bei uns im Supermarkt gibt es kein einziges. Es gibt alkoholfreie Biere. Und dann das nächste hat schon 4,9 oder was auch immer das leichteste. Kilkenny gibt es noch. Das hat 4,5, glaube ich, oder so. Ist ein bisschen leichter. Kilkenny finde ich auch lecker. Also rötliche Biere mag ich auch total gerne. Stout habe ich lange Zeit nur Guinness gemacht. Ah ja, stimmt, es wird ja noch ein Bier geben, das irgendwie gebrandet ist. Allerdings nicht Einschlafen gebrandet, sondern Pappkameraden gebrandet. Hatte ich ja auch schon erzählt. Pappkameraden ist ja mein zweiter Podcast. Das war tatsächlich der zweite, den ich gestartet habe, glaube ich. Schon 2012 oder so. Der, wo ich jeden Quatsch mache. Und da habe ich irgendwann mit den Hörern gemeinsam einen Whiskyfass gekauft. Als wir das abgefüllt haben, haben wir dann in dieses gebrauchte Whiskyfass, Ex-Sherry-Whiskyfass, haben wir dann Rum reingetan. Also ein Ex-Sherry-Fass, wo rauchiger Whisky drin war. Da ist jetzt ein Rum drin. Habe ich lange nicht probiert. Bin ein bisschen besorgt, wie der sich entwickelt, aber wird schon nicht so schlimm sein. Und wenn der Rum dann da raus ist, dann soll da ein Bier rein. Es gibt nämlich auch Biere, die werden, nachdem sie fertig gebraut sind, nochmal in Fässern gefinished sozusagen. Und da kommt es natürlich dann auf das Fass an, was dann damit passiert. Kehrwieder ist eine Brauerei, da hatte ich auch im Pappkameraden-Podcast ein Interview gemacht. Die haben sich darauf quasi spezialisiert. Also machen nicht nur das, aber machen das sehr intensiv, deutlich intensiver als andere Brauereien und machen das auch sehr gut. Die haben ein Stout-Rezept, was sie quasi als Basisrezept für ihre Barrel-Age-Geschichten machen. Und das ist ganz fantastisch. Also es ist ein sehr, sehr leckeres Stout, und wenn das dann noch Barrel-finished ist, dann ist das super. Und ich glaube, ich möchte so einen Stout in meinem Fass haben, in unserem Fass, in dem Pappkameraden-Fass. Ja. Das wird dann natürlich schwierig, weil es gibt ja viele Leute, die sich mit beteiligt haben an diesem Fass, ohne die hätte es das Fass gar nicht gegeben. Die bekommen jetzt natürlich auch Zugriff auf so eine Flasche Rum. Aber wenn jeder von denen irgendwie eine Flasche Bier bekommt, das ist irgendwie, die hat man da, also eine Flasche Bier hat man relativ viel schneller ausgetrunken als eine Flasche Rum oder Whisky. Also von dem Whisky habe ich noch keine Flasche leer gemacht. Ich weiß nicht, ob irgendeiner meiner Hörer, die sich an dem Whiskyfass beteiligt hatten, schon eine Flasche leer gemacht haben. Holger vielleicht, der hatte zwei gekauft, vielleicht hat eine schon leer, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich trinke gleich noch einen Pappkameraden-Whisky. Gute Idee. Ja, genau, also diesen Pappkameraden Barrel-Aged Stout, den wird es hoffentlich geben. Aber das ist ja keine
größere Auflage. Dann das ist halt ein Fass, da sind dann 30 Liter Bier. Und ja, Holger kriegt 2 Flaschen. Und alle anderen, die sich beteiligt haben, kriegen eine. Hm. Vielleicht auch nicht. Vielleicht behalte ich das Bier einfach für mich und trinke das dann mit den Leuten aus, die halt zufällig gerade da sind. Wie auch immer. Ja, also, falls es hier Kleinbrauereien gibt und wir gemeinsam ein Einschlafen branded leichtes Bier mit ausreichend viel Hopfen, aber eben auch so ein bisschen, also dass es ein Schlaftrunk ist, ne? Das wäre ganz geil. So, 2,5 bis 3,5% Alkohol würde ich sagen. Das wäre schön. Das gibt's viel zu wenig. Ja, Marktlücke. Genau. Was gibt's denn noch zum Thema Bier? Meine liebste Bierkneipe war die Mickeller Bar in San Francisco. Die gibt's leider nicht mehr. Die hat dauerhaft geschlossen. Ich glaube, ich muss mal nach Kopenhagen fahren und die Mickeller Bar besuchen. In Amsterdam gibt's ja noch eine. Die ist zwar nicht original Mickeller, sondern ist quer so eine Kooperation. Mickeller ist, glaube ich, auch, also die machen auch selber Biere oder lassen sie zumindest irgendwie für ihren Namen herstellen. Was mir da gefallen hatte, war, dass die einfach so richtig viele verschiedene Biere am Fass hatten. Also ich finde Fassbier meistens leckerer als Flaschenbier. Ich habe Dosenbier wieder entdeckt. Also früher gab es immer irgendwie warmes Becks aus Dosen, war so quasi der Endgegner. Mittlerweile finde ich Dosen natürlich irgendwie, sollte man nicht im Überschwang benutzen, weil es ja irgendwie auch energietechnisch ist, halt irgendwie gewalztes Alu, keine Ahnung was ist, oder Weißblech. Ist, glaube ich, nicht so gut. Ein Fassbier in der Kneipe trinken ist immer noch das Beste. Wahrscheinlich so, was Energie, Transport in und Herstellung von Verpackung angeht, weil die Fässer ja auch wieder verwendet werden. Aber der Geschmack ist aus einer Dose wahrscheinlich immer noch besser als aus einer Flasche. Die Abstufung wäre wahrscheinlich Fassbier, Dosenbier, Flaschenbier, glaube ich. So, und die hatten halt irgendwie richtig viele verschiedene Biere am Fass. 20, 30, 40, keine Ahnung. Und dann noch ganz, ganz viele verschiedene Biere in der Dose und in der Flasche. Und das fand ich immer gut, da reinzugehen, sich irgendwie ganz lange durch die Karte durchlesen und überlegen, was möchte ich denn jetzt eigentlich trinken? Und wonach ist mir gerade, vielleicht will ich noch was essen, was zu essen gab es dann auch noch da. Großartig. So, eigentlich ist es natürlich auch, also bei Restaurants finde ich eigentlich gut, wenn die Karte klein ist, weil es dann gut schmeckt. Und das ist bei Bieren, glaube ich, auch ein Thema. In Irland, ich bin vor meinem Abi bin ich mit Marc, mit meinem Kumpel Marc zusammen durch Irland gefahren und da haben uns dann die Locals irgendwo gesagt, ihr solltet, wenn ihr in die Kneipe geht, einfach mal gucken, was die anderen trinken und dann das gleiche trinken. Denn häufig ist es so, dass die in Irland dann auch 3 verschiedene Biere am Fass gehabt haben und die Locals haben aber immer das gleiche getrunken. Also wenn alle Guinness trinken und keiner Kilkenny und das dritte Bier, was dann am Fass ist, erst recht keiner trinkt, dann sollte man das dritte Bier auch nicht trinken, denn dann hast du halt ganz lange irgendwie, also dann ist das Bier, was dann da in der Leitung steht, ist halt schon alt und schmeckt vielleicht nicht mehr gut. In Craft Beer Kneipen ist das, glaube ich, nicht so das Problem, weil das sind dann so unterschiedliche Biere und dann das Publikum ist ja auch darauf aus, diese unterschiedlichen Biere zu trinken. Also im Wildfuchs zum Beispiel, im Schankraum oder auch bei all diesen Schankräumen hätte ich gar keinen Bedenken, dass das Bier, das ich da bestelle, irgendwie schon besonders lange in der Leitung gestanden wäre. Also in Irland klang das so wie, hier hat seit einem Jahr keiner mehr dieses Bier getrunken, weil wir alle das andere trinken. Und wenn so ein Bier ein Jahr lang da in der Leitung steht, dann weiß ich nicht, möchte ich es vielleicht auch nicht haben. Diese Sorge hätte ich im Wildfuchs nicht. Oder in anderen Craft Beer ausschenken. Ja, aber Kneipenkultur ist was,
In Tostedt zu meiner Abi-Zeit war ich abends dann mit den Leuten immer im Diekhoff. Habe ich letztens auch ein Konzert gespielt. Ich bin ja hier noch in der Gegend. So, und da gab es früher immer Jever, Tuborg. Ja, Jever und Tuborg, glaube ich, vom Fass. Und Jever gibt es immer noch. Tuborg weiß ich gar nicht. Aber es gibt jetzt auch Guinness und Kilkenny. Ja. Wahrscheinlich laufen die aber auch alle ausreichend gut. Vielleicht ist dieses Phänomen mit trink nicht dieses Bier, was lange keiner getrunken hat, wirklich sowas aus Irland, aus diesen kleinen Dorfkneipen, wo irgendwie, weiß nicht, aber wenn ich da Schankwirt wäre, dann würde ich doch dann das andere Bier gar nicht mehr anbieten. Vielleicht haben sie es auch nur erzählt, das ist gar nicht so und man hätte eigentlich jedes Bier trinken können. Ja. Falls ihr übrigens Empfehlungen an mich habt, wo ich in Deutschland so ein leichtes Bier bekomme. Ach so, ja, wahrscheinlich. Es gibt ja diese Online-Versende. Da könnte ich eigentlich mal danach filtern, ne? Bei, wie heißen die denn? Online-Bier-Versand. Ich hatte doch mal was bestellt. Wie hießen die denn? Gott, gibt's da viele. Craft Beer Shop. Also die Bier-Online-Versand-Dinger, wo ich mal bestellt hatte, die sind nicht auf der ersten Seite von Google. Gibt es wahrscheinlich richtig viele mittlerweile. Bei Mikkeller kann man, glaube ich, auch online bestellen. Ja. Also wenn ihr Empfehlungen habt an Leichtbieren, dann immer gerne zu mir. Ja. Ich glaube, damit habe ich erstmal. Jetzt habe ich hier beim Einschlafen-Podcast aufnehmen nebenbei gegoogelt. Habt ihr ja eben gemerkt. Und ich habe den Biershop Bayern gefunden. Nee, also erstmal habe ich irgendwie noch nebenbei nach leichten Bieren gegoogelt, habe ich bierverkostung.de gefunden. Die haben tatsächlich so eine Auflistung Biere nach Alkohol. Und da kann man genau suchen nach 0,5 bis 2,9% zum Beispiel. Also 0 bis 0,4 ist ja quasi das alkoholfreie. Und dann kann man 0,5 bis 2,9 oder 3,0 bis 3,9 suchen und findet dann Biere auch mit so einer Bewertung, mit Schulnoten. Und bei 0,5 bis 2,9 hat die beste Note Flötzinger Bräu Leichte Weiße bekommen. Nee, stimmt gar nicht. Gilde Lütje Lagen hat eine 1,75. Und Braustolz Doppelkaramell. Ja, das ist ja interessant. So, und dann muss man aber, dann kann man da draufklicken, dann kriegt man noch weitere Informationen. Wo man das dann allerdings kaufen kann, steht dann da nicht. Dann muss man erstmal auf die Brauereiseite gehen und dann gucken, ob man es irgendwo finden kann. So, und bei Flötzinger habe ich dann aber gefunden, das gibt es im Biershop Bayern. Und bei Biershop Bayern gibt es tatsächlich dann die Abteilung leichte Biere. Da gibt es richtig viele. Also steht hier oben, wie viele? 60 verschiedene leichte Biere. Hofbräuhaus, leichtes, helles. Interessant. Wusste ich nicht, dass es das gibt. Hofbräuhaus Leichtes Helles ist ein schlankes, untergäriges und unfiltriertes Bier aus München und der Beweis dafür, dass weniger Alkohol und intensiver Geschmack wunderbar zusammenpassen. Leichte Version des Bierklassikers Hofbräuhaus Hell. Ja, 2,9%. Stammwürze 7,2. Stammwürze ist die Menge an Zucker, die in der Würze drin ist oder sowas, ne? In Grad. Was war das P nochmal? Ich vergessen. Stammwürze. Grad Plato, genau. Als Stammwürze oder Stammwürzegehalt bezeichnet man die aus dem Malz gelösten Inhaltsstoffe in der Bierwürze vor der Vergärung. Vergärbare Bestandteile wie Malz, Zucker und zum anderen unvergärbare Stoffe wie zum Beispiel Aminosäuren, Proteine, Mineralstoffe. Ach so, es geht also nicht nur um Zucker, sondern auch alles andere. Aha. Interessant. Würze, also Stammwürze ist mir immer ein Begriff gewesen.
je mehr, je höher der Grad der Stammwürze ist, desto mehr Alkohol kann so ein Bier dann auch haben. Andererseits sind da ja dann eben offenbar nicht nur der Zuckergehalt, sondern eben auch die anderen Bestandteile mit drin. Ja, interessant. Da kann man ja, kann ich mir ja doch nochmal irgendwie verschiedene leichte Biere da bestellen. Ich fände es natürlich toller, wenn man die hier vor Ort irgendwie kaufen könnte. Und wenn irgendwo so ein Einschlafenschaf drauf wäre, wäre auch nicht schlecht. Aua, leichtes. Hat immerhin einen Ziegenbock oder so einen Steinbock vorne drauf. Was es alles gibt. Hopf, die leichtere. Hopf. Moment mal. Hopf ist doch, das habe ich doch bei meinem Bruder gerade getrunken. Wo kommt denn Hopf her? Weißbierbrauerei Hopf. Aus Miesbach, genau. Mein Bruder wohnt ja im Landkreis Miesbach. Das muss ich probieren. Die leichtere. Hopf, die leichtere ist eine Miesbacher Bierspezialität. Leicht und spritzig schmeckt sie allen, die im Verhältnis zur hellen Weißen ca. 40% weniger Alkohol und Kalorien bevorzugen, aber sich den vollen typischen Hopf-Weißbiergeschmack erhalten wollen. Das muss ich probieren. Warum habe ich denn das da nicht gefunden? 3,3 Volumenprozent Alkohol, Stammwürze 8 Grad Plato, da steht Prozent, aber es ist ja Grad Plato eigentlich. Ja, das klingt doch toll. Wobei, ja, Weißbier trinke ich auch gerne mal, aber eigentlich mag ich lieber ein IPA finden. Aber hier gibt es nur helles, ja, Spalter Hopfenzwerg. Das klingt doch vielversprechend. Das am stärksten gehopfte Leichtbier der Welt. Ein Leichtbier mit betonten Spalter Hopfenaroma. Das schlanke Bier, das voll im Trend der Zeit liegt, voller Genuss mit weniger Alkohol. 2,9% Alkohol. Tja, wenn ich jetzt nur wüsste, ob das auch was taugt. Wie viele Flaschen kriegt man denn da, wenn man da was bestellt? Eine Flasche sicherlich nicht für 18,90 Euro, oder? Nee, 9 Flaschen. Das geht ja sogar vom Preis her. Ja. Gut, also bestelle ich jetzt gleich hier beim Biershop Bayern. Dann kann ich nächste Woche ein bisschen Leichtbier probieren. Eine Leichtbierverkostung machen. Genau, bis dahin lese ich euch jetzt einfach ein bisschen was vor, oder? Kommt mal hier das Googlen weg. Freue mich aber drauf. Ich habe viel zu wenig verschiedene Leichtbiersorten am Start. Wobei, wie viele Sorten brauchen wir denn? Na, ihr kennt mich ja. Ich bin immer neugierig. Ich brauche immer Abwechslung. Und immer nur das Hauptjunkie von Crew wäre vielleicht ein wenig zu langweilig. Achso, eine Sache noch. Es gibt auch Biere, die ich überhaupt nicht mag. Und dazu gehört zum Beispiel Gose. Das ist ein sehr saures Bier in der Regel. Zumindest die Gose-Biere, die ich bisher probiert habe, die waren alle sehr sauer. Oder sogar salzig. Also es war so eine Biererfahrung, die ich überhaupt nicht mochte. Ich habe auch mal Witt-Biere probiert. Also Witt ist ja eigentlich Weißbier. Ich glaube, es ist eher so die belgische Richtung dann. Und die haben mir auch nicht geschmeckt. Das war mir irgendwie zu spitz. So, da war irgendwie Gewürze drin oder so ein Kram. Aber eigentlich sind belgische Biere total toll. Also so ein Trappisten Doppelbock oder sowas. Double oder Triple. Mag ich sehr, sehr, sehr gern, sobald es dann irgendwie eine runde Geschichte ist. Aber wenn Biere allzu spitz, zu sauer, zu weiß ich nicht sind, dann das geht mir dann zu weit. Ich habe mal einen Störtebeker getrunken, die haben mal so einen Rauchbier gemacht. Und ich mag ja Whisky, der rauchig ist. Also Eiler, Whiskys, sowas wie Lafroig oder so, trinke ich total gerne. Und dann habe ich mal einen Störtebeker gefunden. Ich glaube, das haben sie schon nicht mehr im Programm. Oder ich glaube, sie haben mittlerweile ein anderes rauchiges Bier im Programm. Oder das, was sie ursprünglich mal hatten, so ein Whisky-Bier, das war dann eben auch mit so einem rauchigen
Whisky-Malz gebraut. Das war fürchterlich, das war ganz, ganz schlimm. Man darf gerne mal mutig sein bei Bieren, aber vielleicht auch nicht zu mutig, so, sondern vielleicht bin ich dann doch ein bisschen traditioneller unterwegs. Also kommt mir nicht mit Gose-Empfehlung bitte. Gose ist, glaube ich, auch in der Regel ein bisschen leichteres Bier, ist aber absolut nicht meins. Gibt noch viele mehr Biersorten, aber also ich wollte jetzt aber eigentlich längst zu Herrn Rilke kommen. Der Herr Rilke hat tatsächlich hier auch im ersten Absatz gleich das Wort Bier stehen. Wir sind bei Position 1775 in der Gesamtausgabe, 25%, immer noch in einer Duineser-Elegie. Oh, aber gleich darüber hinaus, hinter der letzten Planke, beklebt mit Plakaten des Todlos, jenes bitteren Biers, das den Trinkenden süß erscheint, wenn sie immer dazu frische Zerstreuung kauen. Gleich im Rücken der Planke, gleich dahinter ist's wirklich. Kinder spielen und Liebende halten einander abseits ernst. In ärmlichem Gras und Hunde haben Natur. Weiter noch zieht es den Jüngling. Vielleicht, dass er eine junge Klage liebt. Hinter ihr her kommt er in Wiesen. Sie sagt, weit, wir wohnen dort draußen. Wo? Und der Jüngling folgt. Ihn rührt ihre Haltung. Die Schulter, der Hals, vielleicht ist sie von herrlicher Herkunft. Aber er lässt sie, kehrt um, wendet sich, winkt. Was soll's? Sie ist eine Klage. Entschuldigung. Es war kein Bier aufstoßen. Weiß ich nicht, wo das jetzt herkam. Genau. Und jetzt kommen wir zu Johann Wolfgang von Goethe. Aus dem Buch Die italienische Reise. Da sind wir bei Position 1101, 13%, immer noch in Venedig, den 5. Oktober nachts. Gucken, ob er da ein Bier trinkt jetzt. Wahrscheinlich trinkt er eher Wein. Augen zu und zugehört. Ich komme noch lachend aus der Tragödie und muss diesen Scherz gleich auf dem Papier befestigen. Das Stück war nicht schlimm. Der Verfasser hatte alle tragischen Matadore zusammengesteckt und die Schauspieler hatten gut spielen. Die meisten Situationen waren bekannt, einige neu und ganz glücklich. Zwei Väter, die sich hassen, Söhne und Töchter aus diesen getrennten Familien, leidenschaftlich übers Kreuz verliebt. Ja, das eine Paar heimlich verheiratet. Es ging wild und grausam zu und nichts blieb zuletzt übrig, um die jungen Leute glücklich zu machen, als dass die beiden Väter sich erstachen, worauf unter lebhaftem Händeklatschen der Vorhang fiel. Nun ward aber das Klatschen heftiger. Nun wurden Fuora gerufen und das so lange, bis sich die zwei Hauptpaare bequemten, hinter dem Vorhang hervorzukriechen, ihre Bücklinge zu machen und auf der anderen Seite wieder abzugehen. Das Publikum war noch nicht befriedigt. Es klatschte fort und rief I morti. Das dauerte so lange, bis die zwei Toten auch herauskamen und sich bückten. Dann einige Stimmen riefen Bravi I morti. Sie wurden durch Klatschen lange festgehalten, bis man ihnen gleichfalls endlich abzugehen erlaubte. Diese Posse gewinnt für den Augen- und Ohrenzeugen unendlich, der das Bravo, Bravi, das die Italiener immer im Munde führen, so in den Ohren hat wie ich und dann auf einmal auch die Toten mit diesem Ehrenwort anrufen hört. Gute Nacht, so können wir Nordländer zu jeder Stunde sagen, wenn wir im Finstern scheiden. Der Italiener sagt, Felicissima notte, nur einmal. Und zwar, wenn das Licht in das Zimmer gebracht wird, in dem Tag und Nacht sich scheiden. Und da heißt es denn etwas ganz anderes. So übersetzlich sind die Eigenheiten jeder Sprache. Denn vom höchsten bis zum tiefsten Wort bezieht sich alles auf Eigentümlichkeiten der Nation. Es sei nun in Charakter, Gesinnung oder Zuständen. Ja. Da mache ich mir eine Notiz hin und lese dann das nächste Mal weiter. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel Bierdurst gemacht mit dieser Episode. Ich
Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht, mit mir ein bisschen durch die Welt des Bieres zu rauschen. Ganz lieben Dank an Sabrina für das Bier-Episoden-Bild. Und ich halte euch auf dem Laufenden, was das Einschlafen gebrandete Bier angeht. Das wäre mir ein großes Fest. Also, hab euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.